am See bei Tiberias. Petrus und ein paar Freunde sind wieder am See, wo Jesus sie einst gerufen hatte. Sie fahren mit dem Schiff auf den See hinaus und werfen ihre Netze aus. So arbeiten sie die ganze Nacht, doch sie fangen nichts, nicht einen einzigen Fisch. Dann kommt der Morgen. Die Jünger fahren zurück ans Ufer. Dort steht Jesus, der auferstandene Herr. Die Jünger sehen ihn, aber sie erkennen ihn nicht. »Habt ihr Fische zum Essen gefangen?«, fragt Jesus. Sie schütteln die Köpfe. Jesus sagt, »Fahrt noch einmal los und werft das Netz auf der rechten Seite vom Boot aus. Dann fangt ihr Fische.« Die Freunde fahren noch einmal los. Sie werfen das Netz auf der rechten Seite aus. Diesmal fangen sie viele Fische. Das Netz geht fast kaputt. Da sagt einer der Freunde zu Petrus, »Der Mann da vorne am Strand ist Jesus!« Als Petrus das hört, springt er vor Freude ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Die anderen kommen mit dem Boot nach und ziehen das Netz mit den Fischen ans Ufer. Am Boden sehen sie ein Feuer. Es liegen Fische auf der Glut und auch Brot liegt bereit. Jesus sagt, »Kommt, wir wollen gemeinsam essen.« Keiner der Jünger fragt ihn, »Wer bist du?« Sie wissen es ganz genau.